Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil. Okay, wir begeben uns nochmal raus, haben jetzt gerade hier ein bisschen was an Passwörtern rausgekriegt. Ob das die Ada Wong war? Weiß ich natürlich gerade gar nicht. So, hier ist aber glaube ich sonst noch alles zu soweit. Jawohl, oder? Bist du mittlerweile auf? Nee. So, bist du denn da draußen schon vercrimson head? Vercrimson headed? Tatsächlich. Gut. So viel dann dazu. Da ging er doch etwas schneller. Da hinten haben wir noch eine Tür, wo wir durch können. Dann tun wir das doch mal. Okay. Das ist Magnum-Munition, die nehme ich natürlich gerne mit. V-Act, Notiz eines Forschers. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass das T-Virus mutagen das Genom im Körper seines Wirts beeinträchtigt. Der Körper des Wirts geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diesem Wesen den Namen V-Act gegeben. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeiten und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. Vier unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgeht zu einem Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Ja. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir, es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Das ist ja nicht so schön. So, Login. Ja, nehmen wir mal den John. Passwort war Ada. So, und da können wir dann mit Cell rein. Sehr schön. So, das wäre soweit offen. Das haben wir auch offen. Das wäre es dann auch mal fürs Erste. So, eine Reihe von Chemikalien. Ich hätte aber gern, dass das, was da blinkt. Eine Granate. Okay, nett. Ansonsten noch irgendwas hier? Ah ja, tatsächlich noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Was haben wir denn da drin? Wahrscheinlich wieder ein Spray oder? Ah ne, tatsächlich nochmal. Ein grünes Kraut, okay, gut. Dann können wir das ja tatsächlich mal damit vermischen. Haben wir den Raum leer? Jawohl. Gut, dann ist hier draußen halt noch irgendwas. Gut, einen freien Platz haben wir noch und dann sollten wir das Zeug aber mal zum... Wir müssen ja eh wieder zur Inventarbox.
Ah ja, Pistolenmagazin, sehr schön. Damit haben wir das dann auch vorerst mal erledigt. Okay. So, Zeit, Items zu tauschen. So, du darfst weg. Ja, da können wir auch erstmal eine von abgeben. Dafür nehmen wir aber die beiden Mo-Discs. Vielleicht den Treibstoffkanister, oder? Vielleicht finden wir was Nettes nochmal. So, einmal auffüllen. Danke. Mal schauen, was uns hier noch erwarten mag. So, hier dürfte jetzt hier auf jeden Fall auf sein. Oder gehen wir erst runter? Ich glaube, wir gehen tatsächlich erst runter. Ja, dann machen wir erstmal den Abschnitt da unten weiter. Endlich. So, das war zwar ein bisschen nah dran, aber wie gesagt, Heil-Items haben wir mehr als genug. Memo und mich selbst nicht so nah an einer Explosion stehen. So, wir haben noch einen Fax da. An die Säuberungsabteilung zur Endmanager-Säuberung von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Und Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. So, ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer Modus könnten Sie den Passcode an das Sicherheitssystem übertragen. Okay, dann fangen wir da, glaube ich, schon mal mit an.
So, die Übertragung des Pasco scheint etwas freigeschaltet zu haben. Haben wir Nummer 1 schon mal? Okay, diese robusten Tiere scheint es etwas zu geben. Öffnen. Ich glaube erstmal noch nicht. Nehmen wir den Dia-Filter mal mit. Na gut, und die Munition. Dann müssen wir halt nochmal hochrennen. Oder wir können vielleicht die Speicher-Items auf der nächsten Tour mitnehmen. So, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier hinten. Jetzt können wir aber oben reinschauen. Okay, ist auch wieder eine ganze Menge Zeug mitzunehmen. So, zum Beispiel ja, die nächste Modisk. Heil-Items. Munition. Aber hier können wir, glaube ich, den Film reinhauen, oder? So, haben wir sonst noch irgendwas Interessantes hier? Computer können wir nichts mit anfangen. Dem Ding auch nicht. Eingabereit für den Passcode, okay. Naja, noch nicht. Müsste mir dann erstmal noch anschauen. Na gut, dann gehen wir erstmal Platz schaffen im Inventar. Also gar nicht, ich habe ja den Film von Kenneth eigentlich die ganze Zeit dabei. Müssen wir den nochmal rauspaldovern. Ich glaube, wir haben den als Item dabei. Schauen wir mal. So, dann kommst du jetzt nochmal weg. Du kommst nochmal weg. Du kommst nochmal weg. Man wird ja langsam mit der Munition. So, Moduskette, Heil-Items. Ich glaube, Film war nicht dabei. Nö. Na gut, dann sammeln wir das Zeug noch auf. Den Filter mal drauf, den wir hier gefunden haben. Film ist eingelegt. Nee, noch nicht. Erst noch den Filter drauf. So, Wärmematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation.
MA39 Cerberus. Kennen wir schon. FI03 Neptun. Kennen wir auch schon. MA121 Hunter hatten wir schon. Und der T002 Tyrant. Den haben wir zumindest hier noch nicht gesehen. So, bioorganische Waffengruppe. Entwicklungsteam. 8462. Na? Dämmerst du jetzt mit Wesker? Kannst du noch nichts zu sagen. Ah ja, hier war das, genau. Wenden, ja, bitte. 8462. So, dann nehmen wir uns die Modisk mit. Und noch das erste Hilfespray, das können wir dann auch wieder wegpacken. Ebenso wie die Gewehrmunition hier. Dann haben wir noch den Laborschlüssel. So, Item mal wieder voll. Ich glaube, irgendwo konnten wir ja eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit erkennen, Bild mal sehen. Okay, das will ich dann auch mal noch machen. Das war ja aufschlussreich. So, das hatten wir ja gerade. Gut, dann haben wir, glaube ich, hier soweit alles, wie es aussieht. Was hat sich jetzt alles noch geöffnet? Ah, hier ist tatsächlich noch irgendwas mitzunehmen. Was fehlt denn hier noch? Hier hinten vielleicht irgendwo was? Nee. Haben wir hier was auf dem Boden? Ah, Sicherheitsprotokoll. Erdgeschoss, Heliport nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht für den Notfall. Erstes Untergeschoss, Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug in Notfallen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss, Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung, sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum. Visuelle Daten, die Genehmigung des Raummanagers Heath Arving. Gefängnis, die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Ross oder A. Wesker, muss bei der Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den Einzelabteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode an Ausgabeterminals, Verwendung von und zu. Und Zugang zu den Ausgabeterminals ist Chefforscher mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Entwicklung des Tyrant. Nach Verabreichung des T-Virus nicht weiter lesbar. Na, scheinbar sagst du da jetzt irgendwie noch nichts. So, was fehlt denn hier noch? So, Leinwand für den Projektor, ja. Hier haben wir ja alles. Ah, eine Karte vom Labor, okay. So, und damit haben wir jetzt auch hier alles mitgenommen. Okay, schön.
Super, das passt dann gerade. Dann würde ich jetzt mal wieder zurückgehen und eine Note speichern. Diesmal auch wieder nur ein Tod während der Aufnahme. Ja, das soll es aber jetzt dann mal für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.